Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal im LS22 auf der St. Halle. Ja, Leute, letztes Mal Silo-Problem. Ich stecke auf, fahre meinen Frontlader rein und will den in den Futtermischer reintun. Nimmt ihr keine Grassilage? Ja, ich ausprobiert. Gemacht, getan. Und dann habe ich mir einen Ballen Ganzpflanzen-Silage geschnappt. Halt den über den Hänger. Nimmt ihr den? Der will keine Grassilage. Ja, jetzt haben wir ja hier ein paar Liter liegen. Was macht man jetzt damit? Ich habe jetzt hier die Mais Plus Handling, also die Anleitung habe ich mit durchgelesen und steht, sag ich jetzt mal, bei der Fütterung von den Kühen steht wirklich drin, Fütterung Kühe, Grundfutter, Grassilage. Ja, bin ich mal wieder baff. Ja, auch der Futterwagen habe ich auch geguckt im Menü. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht hat er irgendwie ein anderes Skript drin oder so durch den Mod, kann ja sein. Nimmt auch. Normalerweise nimmt er auch Grassilage an. Nur in diesem Fall leider nicht. Oh Mann. Ja, was machen wir jetzt mit dem Plunder hier? Jetzt haben wir hier Grassilage. Viehhandel, Großhandel, Biogasanlage. Ja, Biogasanlage. Da fährst du ja mit dem Wagen hin und bis 3 Monate im Abladen. Also, fällt flach. Preisänderung im Januar wäre 510. Aktuell liegen wir hier schon bei 504. Ja, ich zähle die jetzt nicht dabei, weil da geht einfach nichts rein. 7000 Liter oder so. Also zumindest bei einer kleinen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie groß die ist. Aber ja. Naja, jetzt können wir erstmal füttern. Und sieht nämlich ein bisschen mau aus, glaube ich. Obwohl, ey, die haben hier noch. Wir haben ja auch nicht viel, ja. 10, 3. Ja, die haben ja auch noch 30.000. Ich dachte, tust dir mal was Gutes. 238 Eier. Ich werd verrückt. Naja, fahren und dann in den Stall rein. Und dann können wir direkt füttern beim nächsten Mal. Ja, aber ist so ein Ding, oder? Habt ihr das Problem auch? Kennt ihr das? Also ich hab mir da jetzt... Mir ist das noch nie aufgefallen. Weil ich habe auch noch keine Ganzpflanzen gemacht. Und der steht ja hier, derzeitige Mischung Standard. Was haben wir denn noch? Ja gut, ist jetzt beladen. Jetzt kannst du eh nichts umstellen. Aber Standard ist für mich wie immer Grassilage. Grassilage und Maisilage. Ja, ich verstehe nicht, warum die hier das Feld hier verdorren lassen. Was ist denn da mit der KI los? Ups. Ach, lass mich raten, Herr Dopp. Ich glaube, du willst jetzt mal einen Brunnen festfahren. Du hast schon nie an einem Brunnen festgefahren. Das wäre jetzt quasi ein kleines Highlight. Nee, scheint gut zu gehen. Das Schild dreht sich vorsichtshalber um und mit, damit da bloß nichts passiert. So, Zaun haben wir auch passiert. Kann jetzt eigentlich noch alles gut gehen. Hier, was ist denn jetzt los? Warum habe ich denn hier noch Heu drin?
Hier stimmt doch was nicht. Hier stimmt vorne hinten was nicht. Heu ist oben. Da steht es aber auch. Das Symbol für Ganzpflanzenmassage ist auch grün. Stroh ist drin. Was soll ich denn da jetzt noch sagen? Heu. Ja, wenn mir hier einer helfen kann, im Kommentar kann er mir was sagen. Ich habe mich schon gewundert, warum das hier alles so hell ist in dem Hängerchen. Jetzt müssen wir uns extra Schalen so kaufen, damit wir das Heu loswerden, oder wie? Da ist das gute Milchgeld ja direkt fort. Derzeitige Mischung Standard. Ich werde verrückt. Naja. Ich kann das nicht verstehen. Vielleicht ist auch eine ganz einfache Erklärung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das sein kann. So. Ich wollte aber mal gucken. Es gibt keine Missionen. Wie sieht eigentlich aus? Haben wir eigentlich einen Kredit? Ne, haben wir nicht. Können wir nochmal zuschlagen. Das heißt, wenn das Heu ist, kann ich das denn in das Silo fahren? Ja, aber. Jetzt müsste ich doch mal. Muss ich mir jetzt extra noch anfangen, doch noch die Mais Plus Mischung zu machen. Bin ich bisher immer schön drumherum gekommen, weil ich auch muss natürlich auch einiges an Futter kaufen. Ja, um die Hühner ja allein schon zu füttern, muss der normale Weizen kannst du nehmen, um den anderen drei Reiter aufzufüllen, musst du aber von Deuger das Hühnerfutter nehmen. Sonst geht da gar nichts. Das ist schon, ich meine, das ist eine komplexe Sache. Ich meine, ich hätte jetzt auch mal vorher auf die Symbole gucken können, aber ich habe dem ja jetzt alles drei gegeben und alle drei sind grün. Jetzt. Was war da denn gerade? Befüllung starten. Jetzt machen wir mal noch Mineralfutter dabei, wenn das jetzt natürlich geht. Hier tut sich aber nichts. Ist doch. Was ist denn das hier? Na, auf R gedrückt. Das ist das Saatgut. So ein Deckhaps. Wir sind da befüllen. Knalles. Haben wir denn. Jo. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Haben wir denn hier überhaupt. Saatgut? Ich meine, hier wäre Dünger drin. Mineraldünger.
Und da ist doch Kalk drin, oder? Mineralfutter. Also wir fahren jetzt hier einmal noch vorbei. Wir haben ja noch nicht ganz so voll. Und wenn nicht, bringen wir das hier. Das räumen wir hier in den Silo. Fahren wir noch ein Röntchen. Ja, weiß auch nicht, ist doch nicht. Oh hier. Das ist aber eng. Ah, ich habe ja nicht nur den einen dahin gestellt, ich stelle direkt zwei dahin. Oh. Wer will der denn Saatgut haben? Was wird der noch säen im Heu? Befüllung starten. Hier haben wir noch Heu. Tja. Ich bin wieder mal sprachlos. Ja gut, das Symbol, da hätte ich jetzt ableiten können. Aber ich habe jetzt auch noch nie drauf geachtet. Ich habe sonst auch immer normale Silage genommen auf anderen Karten. Und hier habe ich doch auch schon mal gemischt. Auf der einen Karte bleib locker. Auf der einen Karte habe ich U. Immer U drücken, dann funktioniert es. Guck mal hier. Das ist ja hier total am explodieren. Weiß schon, da du nichts mehr drin hast. Also ich würde sagen, hier den Futtermischwagen, den verkaufen wir einfach mal. Jetzt hat er hier 3 Liter drin, ist B100, ja ist gut. 3 Liter sind 100%. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Falsch. Baumenü. Bauen. Produktion. Der wäre ja hier, der hier ist so mein Traum. Oder der hier. Wäre der 40er. Ich meine, ich kann es da reinfahren. Der lädt hier das alles schön auf dem Hänger über. Das wäre schon eigentlich so eine schöne Sache. Ich weiß, dass ich nicht genug Flocken habe. Aber hier steht es auch. Ganz Pflanzenmassage will ich schon sagen. Silage, Heu und Stroh.
Ja, ist ja schon total verblüffend. Das ist doch hier von der Oma Tanner. Hofbedarfs. Kommt rein, das kommt raus. Also alles, was du reinsteckst, kannst du auch da rausholen. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Hofproduktion. Kommt halt alles rein. Und dann kommt Kuchen und so was raus. Ja, ich meine, das wär die Bude. Und ja. Ich muss mir mal das Video dazu angucken. Aber die haben auch keine. Ne, die nimmt auch keine Grassilage. Ja, was machen wir da jetzt mit der Grassilage? Also eins kann ich sagen, man kann verkaufen. Aber da muss ich auch wieder hin und her fahren. Ist total verblüffend. Hat das von euch auch einer gehabt oder schon mal? Also, schon mal Dinger hier. Ich habe noch nie drauf geachtet. Ich habe auch wirklich. Doch, ich muss schon mal mit Grassilage irgendwas angerührt haben. Grassilage gibt es. Preisänderung, also 510 im Januar. So, es sind jetzt schon bei 514. Ja gut, die Biogasanlage, aber wie gesagt, habe ich eben schon mal gesagt. Muss ich mal gucken. Naja, gut. Dann gucken wir mal. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. War zwar ein bisschen lau, aber Probleme sind da, um die zu lösen. Und ja, so läuft's. In diesem Sinne, macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Oder einen schönen Wochenstart. Und wir sehen uns bis dahin.